Hallo und ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, heute geht es in diesem Video nur ganz kurz um den Tuxedo Control Center. Den möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen, denn ich war nämlich angenehm überrascht, dass dieser überhaupt installiert ist, weil ich bei der Installation ja nicht angewählt habe Tuxedo OS, sondern Ubuntu, und trotzdem ist dieses wunderbare Tool schon von vornherein installiert, auch hier per Indikator. Kann man den ganz einfach aufrufen. Und so sieht diese App aus. Das Fenster mal ein bisschen größer. Ja, was kann man hiermit anfangen? Also eigentlich ist es im Endeffekt ein schönes Gimmick mit einem verdammt guten Service. So möchte ich es einfach mal so ganz kurz zusammenfassen. Hier schön grafisch dargestellt, in welcher Verfassung sich gerade der Rechner befindet, also beziehungsweise welche Auslastung, einmal Temperatur, wie hoch der gerade taktet und wie stark der Lüfter im Einsatz ist. Könnte ja mal interessant sein, wenn man eine stärkere Berechnung hat, einfach nur mal zu gucken, wie sieht es aus, wie hoch ist der belastbar, bei welcher Anwendung zum Beispiel. Ne? Und hier sind die Profileinstellungen, einmal CPU, von 0,4 bis 4,7 zum Beispiel, Helligkeit auf 100%, 8 Kerne und Lüfterprofil auf Balance gestellt und die Webcam ist auf On. Dann hat man über Profile die Möglichkeit, dieses zu verändern. Wenn ich ja irgendwie sage, pass auf, der Rechner, der muss eigentlich immer kalt oder kühl bleiben oder in dem Fall cool. Dann kann ich zum Beispiel dieses Profil hier anwählen. Jetzt muss ich aber einfach nochmal kurz gucken, wie das funktioniert. Also, man sieht jetzt hier, das ist blöd, wenn ich mit der Maus rüber gehe, dann wird das so schwarz. Also bei Default sieht man den grünen Punkt und den Stecker und die Batterie. Das heißt, Default ist angewählt, aktiv für Strom und Batterie. Das Ganze möchte ich jetzt hier machen. Ich möchte dieses Profil für beide Varianten, entweder im Akkubetrieb oder im Netzbetrieb. Ich gehe dann hier auf Speichern. Ich habe das noch nie ausprobiert. Das ist auch mein erstes Mal. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ja, und schon bin ich auf den anderen Profil geswitcht. Und das heißt, jetzt wird der immer kühlen. Der Propeller wird mit Sicherheit lauter sein. Aber ich bin auf Nummer sicher, dass die CPU auch nicht so heiß wird. Ich kann mir vorstellen, wenn man zockt zum Beispiel oder irgendwelche grafischen Anwendungen gerade benutzt, dass man dann das System lieber auf cool haben möchte. Oder natürlich kann man ja auch auf Power Save oder auch noch eigene Profile anlegen. Ich lasse erstmal alles so, wie es war. Ich lasse es mal auf Default, auf den Standardwert. Okay, das ging jetzt nicht. Ach nee, ich muss ihn hier. So, wie switche ich jetzt hier wieder um? Ja, jetzt habe ich schon umgeswitcht. Ja, neues Profil anlegen, das wollen wir jetzt mal nicht. Ich teste erstmal diese beiden vorgeschlagenen Varianten hier aus. Dann geht es hier weiter mit Tools. Da ist erstmal nur dieses eine Tool drin. Shutdown Timer. Okay, warum nicht? Jetzt kann ich hier einstellen. Hier können Sie den Shutdown Timer anlegen, der Ihren Rechner zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch herunterfährt. Okay, das könnte in einem oder anderen Fall mal ganz interessant sein. Ja, und im nächsten, dann kann man sich das Profil auch nochmal anschauen. So eine Art Übersicht. Ja, das gleiche wie vorhin auch. Nochmal so ein bisschen anders gegliedert. So, und was noch viel interessanter ist als jetzt diese Option, war ich angenehm überrascht, ist einmal, dass man es auf Englisch stellen kann. Nein, das natürlich nicht. Man kann das Farbschema ändern. Wow. Also wenn einer ein dunkles Thema als Standard hat, warum nicht? Dann kann dementsprechend die App auch anpassen. Aber das ist auch noch kein Highlight, sondern der untere Bereich hier. Support, gehen wir mal hier hin. Wenn man irgendwie ein Problem hat, dann hat man, wo ist die Telefonnummer? Klar, kann man auch googeln, aber so hat man alles sofort direkt am Start.
Und kann hier auch nochmal dann auch direkt auf die Online-Seite switchen. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber auch das ist jetzt nicht jetzt so der Burner, wo ich jetzt sage, das ist eine super App jetzt hier von Tuxedo. Nein, sondern das sind diese beiden. Diese beiden Funktionen. Das fand ich richtig, richtig gut, als ich das gesehen habe. Systemdiagnose. Also wenn das System mal so ein bisschen rumzickt, kann man sich mit Tuxedo in Verbindung setzen. Zumindest geht das für mich jetzt hier so aus dieser App hervor. Warum eine Ticketnummer und dann kann man quasi eine Systemdiagnose starten. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Klar steht ja auch nochmal hier drin mit Datenschutz, dass hier keine Daten jetzt hier, keine persönlichen Daten jetzt hier verwendet werden, sondern nur Hardware-Daten. Aber ich meine, da würde ich ja doch schon Tuxedo vertrauen. Dann würden ja ein ganzes Unternehmen da irgendwie in Frage stellen. Ne? Gut, ausprobiert habe ich es noch nicht, aber das klingt ja erstmal sehr gut. Und was natürlich auch super ist, diese Fernwartungssupport. Klar kann man natürlich auch sagen, es gibt genug Freaks, die das auch anbieten, die jetzt nicht direkt von Tuxedo sind. Aber was jetzt hier auch steht, kostenlos. Das fand ich natürlich richtig gut. Lässt sich Ihr Problem mittels der Systemdiagnose nicht lösen, bieten wir Ihnen einen kostenlosen Live-Unterstützung per Fernwartungssoftware AnyDesk an. Das finde ich natürlich richtig gut. Dann kann man sich hier drüber diese App installieren und dann greifen Tuxedos Fachleute direkt auf meinen lokalen Rechner, können den Laptop dann dementsprechend reparieren. Also das weiß ich nicht, ob das auch von anderen Systemen gibt, ob es zum Beispiel System D oder wie sie auch alle heißen, um Nummer 1 zu nennen, ob die es auch anbieten. Aber Tuxedo bietet das an und das finde ich natürlich richtig, richtig gut. Ja, und deswegen lasse ich diese App natürlich auch installiert. Ja, kann man natürlich theoretisch auch jetzt wieder deinstallieren. Kann ich mal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Da müsste man in die Optimierungen rein. Dann kann man über Erweiterungen, irgendwo habe ich gelesen. Hier, bei Startprogramme könnte man das theoretisch wieder rausschmeißen. Aber das werde ich natürlich nicht tun, ist ja auch klar. Ich hoffe, für den einen oder anderen war es ein bisschen interessant, diese Info. Und wenn nicht, dann könnte ich einfach diese Info wieder vergessen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Glück auf!